Soddele Bastelzeit und heute mal wieder etwas aus dem Industrieumfeld, was man so als Normalsterblicher eher selten zu Gesicht bekommt. Aber na, mir sind ein paar Dinge aufgefallen und ich denke, das ist für ein Video eine interessante Sache. Und zwar, was ich gefunden habe, ist das hier. Das hier, das ist das Bedienpanel von einem speziellen Drucksystem. Das ist also jetzt kein normaler Drucker, der A4 bedruckt. Das Ding hier ist speziell für den Logistiksektor gedacht und macht da so Paketlabel und ähnliche Dinge. Technisch ist hier erstmal nicht so viel Unbekanntes. Wir haben halt hier ein Display, das sieht sehr nach so einem 16 Zeichen mal 2 Zeilen aus. Hier oben haben wir ein paar LEDs für Power, Pause, Error und Data. Und dann hier solche, irgendwelche Gummitaster, die man drücken kann. Und die dann Aktionen auslösen. Hört sich auch gar nicht so schlecht an. Also könnte sogar sein, dass da mehr dahinter ist als nur irgendwie so ein Blechdom, der sich dann verbiegt. Aber weswegen ich die rausgeholt habe, ist, naja, das Innere ist ein schönes Beispiel. Denn das hier ist einer und das hier ist der zweite. Das sind im Prinzip dieselben Geräte. Wir sehen, selbe Aufdruck, selbes Display im Prinzip, selbe Tastenbelegung hier. Aber die stammen aus unterschiedlichen Jahren vom selben Gerät. Das heißt also, wir können hier wunderschön sehen, wie ein Hersteller seine Produkte über die Zeit weiterentwickelt und versucht, ja, einerseits Geld zu sparen oder auch Fehler zu beheben. Ich würde sagen, wir fangen mit den alten an und gucken einfach mal, was die hier gemacht haben. Wir sehen ja, hier ist nur der obere Bereich im Prinzip. Es gibt noch ein weiteres Ding und zwar hier an der Seite, da ist ein Sensor, das ist einfach eine LED, die rausstrahlt und eine Fotodiode, würde ich mal schätzen, um irgendwas zu erkennen. Wahrscheinlich irgendwie Interlock, also dass, wenn die Tür geöffnet wird, das mitbekommen werden kann. Aber naja, sonst haben wir theoretisch hier nichts. Dafür ist aber eine Menge drin. In dem alten Gerät, das hier. Ja, hier oben, das ist, denke ich, sehr schnell zu klären. Das ist offensichtlich eins von so diesen Fertig-Displays mit den fertigen Controllern hinten drauf. Es müsste wahrscheinlich noch mehr geben, denn wir haben ja hier oben noch die LEDs. Die sind auf Standard-Displays nicht drauf. Dann haben wir hier einen riesigen Controller, der entsprechend da wahrscheinlich die Logik drin hat für Displayansteuerung, Tasten und so weiter. Zusätzlich dran ist hier mit einem Flachbandkabel ein separates Board mit dem Sensor an der Seite. Und dann geht hier unten durch einen Ferritkern das Flachbandkabel raus. Das ist jetzt abgeschnitten. Normalerweise ist da ein Stecker zum Hauptprozessor drauf. Außerdem, was noch ein bisschen ungewöhnlich ist, ist das hier. Das ist offensichtlich ein Flex-PCB, was man ein bisschen ausgeweitet hat. Und das hier ist tatsächlich einfach nur gebogen und wird hier dazwischen, glaube ich, geschraubt. Ich meine, hier war das. Und stellt eine Erde zum restlichen Gehäuse her. Rest vom Gehäuse ist halt Metall. Das hier ist ja großteils Plastik. Ja, würde ich mal sagen, Schraubendreher raus und wir gucken, was hier sonst noch so steckt. Das Board hier, das war mit Schrauben fest, das habe ich schon mal aufgemacht. Das hier rumdrehen. Dann sehen wir schon, was hier ist. Sehr große Eingangs sind das. Ne, das sind Ferritkerne, okay. Das sind also Ferritkerne, um Störungen rauszuhalten. Vermutlich hier unten Stromversorgungszeug nach den Elkos nachzuurteilen. Wobei wahrscheinlich auch ein bisschen Verstärkung, weil das hier geht in Richtung von dem Sensor hier an der Seite. Ein Prozessor mit einem Quarz dazu, Ansteuerung. Dann gibt es hier oben ein weiteres Flachbandkabel. Das geht nach hinten, das dürften unsere Tasten sein, unsere Tastenmatrix. Und hier festgelötet das weitere Flachbandkabel zum Display. Also wir sehen, da steckt eine Menge dahinter. Was wir auch sehen, hier sind überall irgendwelche Sticker drauf, dass es getestet wurde, verschiedenste Seriennummern. Sowas nimmt man natürlich in den Sektoren recht genau. Da ist Qualitätskontrolle noch kein Fremdwort gewesen. Ich sage mal gewesen, weil das Ding steht hier noch irgendwo, ich glaube nicht. Aber ich hatte ein Datum gesehen von 2001, also das Ding ist halt schon über 20 Jahre alt. Ich muss den aber zugutehalten. Die Geräte, die 2001 hergestellt wurden, laufen heute auch teilweise immer noch. Also technisch spricht da nichts dagegen, die noch zu betreiben. Neuere Geräte sind aber halt schneller, deswegen sind sie meistens dann nicht aus technischen Gründen, sondern eher aus, ja, nennen wir es betrieblichen Gründen, weil man nicht so lange warten möchte, dann irgendwann ausgemustert worden. Aber mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn die an vielen Stellen bei kleineren Unternehmen immer noch ihren Dienst tun.
So, schauen wir mal, ob wir weiter reinkommen. Ist schwierig. Passt das? Ja, das passt. Dann nehmen wir mal die faule Methode. Was auch daran liegt, dass ich sonst aufstehen müsste, um mir einen passenden Schraubendreher zu holen. Okay. Zwei Schrauben weiter. Müsste sich das hier jetzt bestimmt irgendwie rausklippen lassen. Müsste. Noch tut sich nichts. Interessant. Ich sehe sonst aber auch keine Schrauben. Ah, das scheint noch geklebt zu sein zusätzlich. Und da sind... interessant, ja. Da sind wir jetzt erstmal. Das hier ist tatsächlich einfach nur ein Standard-Display, was, wie wir hier vorne sehen können, dann festgeklebt wurde. Und warum ich interessant sage, naja, hier fehlt doch noch was, ne? Wir haben doch noch LEDs gesagt. Ja, die sind hier unten. Denn tatsächlich geht dieses Flatplex-Kabel, was die Tasten drauf hat, nach oben weiter und da sind die einzelnen LEDs draufgelegt. Und, okay, das scheint fast so, dass hier das Gehäuse ist, das eigentliche. Und hier vorne, was wir sehen, das ist ein Aufkleber, der nochmal über diesem Flatplex drüber hängt. Tja, interessant, ne? Und wenn ich hier so gucke, ja, hier sieht man es eventuell so ein bisschen. Da ist tatsächlich so eine Metalldisk, die sich nur verbiegt. Also kein mechanischer Taster, sondern wirklich nur hier sowas. So, warum zeige ich euch das jetzt hier? Na, ich habe ja gesagt, der andere ist neuer, ne? Das heißt, merkt euch mal, wie das hier aufgebaut ist. Und jetzt holen wir den anderen und gucken da einfach mal auf die Rückseite. Technisch genau dasselbe, wie gesagt. Wir haben selbes Display, bisschen größer, glaube ich. Die LEDs, die Taster, der Sensor an der Seite. Aber, tada, so sieht nämlich das Innere aus. Ja, da hat sich doch ein bisschen was geändert gegenüber dem anderen. Wir haben jetzt nicht mehr mehrere Boards, sondern nur noch zwei. Wir haben das große hier, wo das Display diesmal wohl mit drauf ist. Wir haben hier dieses Board, das ist nicht mehr mit einem Flachbandkabel dran, sondern das Sensorboard an der Seite ist direkt so in 90 Grad aufgelötet. Das Ausgangskabel, das ist auch diesmal hier mit dem Ferritkern und Heißkleber auf der Rückseite festgeklebt und hier nochmal festgeklebt, wohingegen das beim anderen halt einfach lose hier rumgeflogen ist. Und wir sehen noch was Interessantes, nämlich das hier. Was ist das denn? Naja, erinnert ihr euch hier an den? Die Stelle, wo man festschraubt, ja, die war ja hier. Die hat man hier mit dem Metallding nachgemacht. Und dadurch, dass es Metall ist, braucht man jetzt halt auch hier dieses Flatflex-Ding zum Erden nicht mehr, sondern das wird wahrscheinlich dann übers Metall hier erledigt. Hier im Übrigen Copyright 2003. Ich glaube 2004 stand auf dem Seriennummer-Ding, also 4 Jahre Unterschied zwischen den beiden. Aber eine Menge, was sich halt geändert hat. Dadurch, dass es hier viel integrierter ist, alles jetzt in einem Paket ist, nicht mehr wie hier ein Board, 2 Board, 3 Board und dann jede Menge Flachbandkabel dazwischen. Ja, man hat sich hier die beiden Flachbandkabel auf jeden Fall schon mal gespart. Hat sich hier dieses, wie ist das überhaupt fest? Das ist geklippt hier. Das hat man sich anscheinend auch ein bisschen vereinfacht, indem es hier einfach drauf gelötet ist. Eventuell natürlich trotzdem mit Clips, dass es mechanisch stabiler ist. Aber ja, ich denke, man sieht hier, was da der Unterschied ist. Ich würde sagen, auch hier gucken wir natürlich mal ins Innere, wie denn der Rest aussieht. Also, gehen wir mal auf die Suche. Ja, Schrauben im Übrigen auch. Das hier sind normale Self-Tapper, also ja, die Standard mit dem groben Gewinde. Beim alten, da war es ja hier ein Feingewinde, unter nochmal die Unterlegscheiben, die das Display festgedrückt haben zum Beispiel. Womit das Board fest war, weiß ich jetzt nicht so 100%, aber was halt beim Board auch war, waren hier diese Seitendinger, die hier aus dem Gehäuse rausgingen, dann durchs Board durchgingen, einfach um ein Verrutschen zu verhindern. Also da war eine Menge noch an mechanischem Design, wohingegen hier, ne, wir machen ein paar Löcher in die Platine, passt schon. Und so hängt die dann jetzt hier dran. Jetzt gucken wir mal, ob wir die hier rausbekommen irgendwie. Ja. Ist hier mit dem Sensoren, die hängen ein bisschen, aber ja, da können wir es rausholen und das ganze Flatflex-Cable ist offensichtlich auch weggefallen. Hier sind jetzt die Standard-Rubber-Dinger, die man auch aus Fernbedienungen kennt. Also komplett andere Technik. Wir haben das Display hier,
Also jetzt diesmal nicht mehr so ein komplett integriertes, sondern das Display einzeln, dann hier mit Hotbar und Flatflex nach hinten und der Controller sitzt auf dem eigentlichen Board drauf. Und die LEDs sind ebenfalls hier hingewandert, so auf das Mainboard, anstatt wie beim alten auf diesem Flatflex. Das hier, wie gesagt, das sind dann die Standard-Gummimembran-Dinger, die man auch aus der Fernbedienung kennt, nur halt ein bisschen größer. Ja, deutlich andere Technik auf jeden Fall, aber auch Dinge, die halt gemeinsam sind. Wenn wir hier gucken, dieser Part mit den Verstärkern haben wir immer noch, den Part mit der Filterung haben wir immer noch, wobei hier eine Sicherung dazu gekommen ist. Die hatten wir, glaube ich, hier nicht, oder? Nein, hier sehe ich keine Sicherung, also hat man wohl nachgerüstet. Und ja, ansonsten, der Hauptcontroller, der ist geblieben. Der Quarz ist ähnlich geblieben, wobei das hier eine andere Bauform ist. Da hätte ich sogar gesagt, der hier ist neuer. Aber okay, gut, notiert. Und auch sonst, diese Support-Chips findet man zum Großteil wieder. Es ist halt im Prinzip dasselbe. Man hat wahrscheinlich das alte Board auf jeden Fall als Referenz genommen, weil es ja auch dieselbe Funktion erfüllt. Und dann einfach versucht, die Stellen, die Geld kosten, da entsprechend rauszukriegen. Die Stellen, die Probleme machen können, die da rauszubekommen. Und so das Ding dann ein bisschen einfacher und günstiger zu machen. Wir sehen auch, beim alten gab es früher wohl mal noch eine ältere Version, die dann noch einen größeren Chip drauf hatte, in diesem DIP-Format statt hier SMD. Selbiges hier bei dem Chip. Den gab es auch mal alternativ in einem Through-Hole-Version. Und das ist halt das, was ich meine. Man sieht schön, wie sich das Produkt über die Jahre entwickelt hat, wo es verkauft wurde. Einfach indem es von den Durchsteckbauteilen auf SMD wohl gewechselt ist. Dann von einzelnen Boards, die modular aufgebaut sind, auf ein großes Board, was die ganzen Funktionen hier in einem hat. Viele Sachen wegoptimiert, weil gerade hier dieses Flex, was hier als Pin, als Matrix für die Taster genutzt wird und hier oben die LEDs macht, das muss ein Schweinegeld gekostet haben. Die sind nicht günstig. Also ja, inzwischen kann man sie auch irgendwo beim Platinenhändler des Vertrauens bestellen. Das ist schon richtig. Aber früher hier sowas herzustellen, vor allen Dingen dann noch mit LEDs draufgelötet, also wirklich bestückt und nicht einfach nur eine Membran wie bei einer Tastatur, das dürfte ein paar Euro gekostet haben. Was man hier sich alles halt gespart hat, weil man auf Standardkomponenten gegangen ist. Aber trotzdem, auch das Ding hier hat sein Lebensende definitiv problemlos erreicht. Also das wurde aussortiert, weil das Gerät selber aussortiert wurde, nicht weil irgendwas kaputt gegangen wäre. Und auch wenn wir hier gucken, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber das scheint mir auch vergoldet zu sein hier alles. Das heißt also auch etwas, was jetzt nicht so schnell zum Beispiel durch Feuchtigkeit da anfängt zu modern, was man teilweise bei den billigen Fernsehfernbedienungen halt schon mal hat. Ja gut, ich würde sagen, wir zerlegen dann tatsächlich den anderen doch noch ein Stück weiter. Einfach weil mich jetzt interessiert, wie sie das gemacht haben hier mit den Tasten. Ich glaube, da brauche ich definitiv ein bisschen anderes Werkzeug und ich besorge das mal. Dann gucken wir da später nochmal drauf. Ja, und hier sieht man dann auch, dass es tatsächlich mehr ist, als man so im ersten Moment denkt, denn das sind eine Menge Lagen. Wir haben einmal hier hinten das eigentliche Flex, was entsprechend dann hier die Leiterbahn bereitstellt. Dann haben wir vorne davor dieses Netz, was auch Flex ist. Das dürfte nochmal zum Schirmen sein. Zusätzlich haben dazwischen eingeklebt diese Taster hier. Das sind im Prinzip einfach nur gebogene Blech, kleine Halbkreise sozusagen. Und wenn man die drückt, verformen die sich nach innen. Und so bekommt man dann dieses charakteristische Klicken und natürlich hinten dran dann auch den Kontakt. Haben hier oben die einzelnen LEDs, die drauf gelötet sind, auf den unteren Layer. Wie gesagt, das sind zwei Flex. Einen hiermit zum Schirmen, zum Erden nach vorne und einen hier, wo der eigentliche Schaltungspart drüber läuft. Auf den ganzen Kram, auf diese beiden Layer, kommt dann das hier. Das ist ein Gummi, wird hier genutzt, um entsprechend die Tasten dann bereitzustellen. Da haben wir dann hier den Punkt in der hinteren Bereich, der dann hier auf diese Domes drückt. Und ja, wir sehen halt, das ist sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Hinterseite mit Mustern gegossen, also auch etwas aufwendiger gewesen. Der liegt dann hier nochmal drauf
Und um das Ganze dann abzuschließen, ist da oben drüber nochmal zum einen eine Folie zum Trennen hier und dann dieser wunderschöne Aufkleber hier, der auch aus mehreren Teilen im Endeffekt besteht. Denn wir haben zum einen hier oben den oberen Part, das ist das Graue hier. Darunter haben wir noch hier oben in dem Bereich etwas Gelbes für die LEDs, wie es aussieht, nochmal als Diffusor. Und dann haben wir noch hier ein Teil mit Plastik, was als Displayfenster dient, um nochmal das Display zusätzlich zu schützen. Also auch wieder mindestens mal drei unterschiedlich gefertigte Sektionen, eventuell sogar einzelne Layer, plus dann nochmal oben drauf den Druck. Also ja, die Herstellung dürfte auch wieder ein bisschen was gekostet haben. So, interessanterweise, wenn ich diesen Kleber, dieses Plastik hier wegziehe, dann klebt das Ding noch. Das heißt, es müsste sogar machbar sein, das Ding hier nochmal zusammenzubauen. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir das auch, denn viel mehr gibt es hier eh nicht mehr zu sehen. Das heißt, wir versuchen das mal in schön hier. So, wie neu. Jetzt können wir das Ding also direkt wieder in Betrieb nehmen, falls wir irgendwo nochmal ein Ersatzding hiervon brauchen. Und dann werfen wir mal einen Blick genauer hier drauf, was wir so haben. Wir haben hier ja unseren Haupt-IC, der vermeintliche Prozessor, und ich habe mal das Label abgemacht, yep, ST62T65C6. Das ist ein Mikrocontroller, offensichtlich von STMicro. 8-Bit hat als herausragendes Feature einen AD-Konverter drin, ansonsten ein bisschen EEPROM und mit Geschwindigkeiten bis 8 MHz. Ja, also boah, überschaubar, aber hat viele Pins. Dazu dürfte dann auch hier oben der gehören. Das ist der zugehörige Quarz. Ich schätze mal, ohne jetzt nachzugucken, dass es auch 8 MHz ist, weil hier eine 08 steht. Wenn wir hier unten gucken, die Pins kommen hier raus und gehen dann auch hier entsprechend an den IC. Etwas daneben, da findet sich dann noch der hier, HCT14, dürfte ein 7414 sein. 7414er, das sind Schmidt-Trigger, die invertieren. Also einfach nur ein bisschen Logik. Wenn wir dann mal in diese Richtung hier nach unten gehen, da hatten wir auch noch so zwei, wo ich gesagt habe, das dürfte wohl Verstärker sein. Und wenig überraschend ist es auch, 393, LM393. Das ist so ein klassischer, ich glaube, Comparator ist es offiziell. Also nicht direkt ein Op-Amp, aber Comparator ist halt eine Schaltung, die man mit Op-Amps auch häufig macht. Deswegen ja, hatte ich es halt in die Richtung auch eingeordnet. Und das hier, 33202, das ist jetzt aber ein Op-Amp. MC33202 gäbe es, Rail-to-Rail-Op-Amp, Low Voltage, das kommt ja hier hin. Ich gehe davon aus, dass die beiden wirklich dafür gedacht sind, diesen Sensor an der Seite mit dieser Lichtschranke abzuhandeln und dann einfach nur hier am Schluss irgendwo ein Signal nach draußen geben in Richtung von dem Mikrocontroller, wo sie dann sagen, jupp, ist da oder halt nicht. Fehlt noch einer, und zwar wenn wir hinten gucken, da hatten wir den hier ja noch eben so ausgelassen und den habe ich absichtlich ausgelassen, weil das ist dann der Moment, wo man mir so ein Fragezeichen einsetzt. Wenn wir mal da drauf gucken, ne, das ist irgendwie so Layer und Layer und Layer. Da ist unten drunter die Beschriftung vom Hersteller und dann oben drüber ein 10A irgendwas gelasert. Das Einzige, was man sinnvoll erkennen kann, ist hier unten. Das ist das Mikrochip-Logo. Ein bisschen kippen können wir die 10A, die drüber gelasert wurden, aber ein bisschen wegkriegen. Dann sehen wir das hier. 12C509A. Mikrochip 12C5. Na. Ja, das hier ist anscheinend tatsächlich ein PIC-Mikrocontroller, 12C5. Und ja, viel Leistung ist da nicht dahinter. Maximale Geschwindigkeit 4 MHz. Geht auch über einen internen Oszillator. Das kommt dann auch hin, weil wenn wir hier außen rum gucken, da ist halt nichts, was irgendwie Quarz sein könnte. Das heißt also, ja, wahrscheinlich läuft der dann mit seinem internen Quarz. Auch sonst, wenn ich richtig schätze, 1024 Instructions für den internen Speicher und das Ganze auch ja, in Circuit Programming. Das heißt also, er wird wahrscheinlich irgendwie programmiert und dann hier drauf gelötet, denn zumindest so auf den ersten Blick sehe ich nichts, wie man den nachträglich programmieren kann. Hier die Pins, die gehören nicht dazu, dass das zum Programmieren wäre. Das ist zusammen mit der Reihe hier, wenn man einen größeren DIP
statt hier diesen SMD halt Through-Hole einsetzen möchte, dann könnte man das nutzen. Was aber tatsächlich nach Programmierport aussieht, das ist der hier, den haben wir eben mal so gepflegt übersprungen. Das könnte tatsächlich irgendeine Art von Programmier- oder Pro-Port sein, einfach weil es auch hier mit diesen Kreisen so ein bisschen markiert ist. Aber ja, wenn wir mal gucken hier, die Traces gehen zu einem Großteil einfach hier runter und gehen auf diesen HCT. Also ich schätze mal, dass das ist, um hier irgendwas zu prüfen. Wir sehen auch hier an sehr vielen Stellen so umkreiste Dinge. Also wahrscheinlich wird es da tatsächlich ein sogenanntes Testbed geben, also irgendeine Platine. Da kann man hingehen, kann hier diese Platine da drauf machen. Auf dieser Testplatine sind dann federgelagerte Kontakte, die hier mit diesen ganzen Stellen da Kontakt machen und dann eine Reihe von Tests automatisch durchführen, einfach um sicher zu gehen, dass hier zum Beispiel die Logik funktioniert, die Mikrocontroller richtig programmiert sind oder sowas ähnliches. Wenn wir hier mal ein bisschen reinzoomen, kann man auch erkennen, also hier ist auch tatsächlich so eine Einbuchtung. Das heißt, wahrscheinlich ist da tatsächlich so eine federgelagerte Nadel einmal reingedrückt worden und das Board tatsächlich getestet worden. Also wird wohl auch benutzt. Das hier ist jetzt ja das alte Board. Wir hatten gesehen, das neuere hat ein bisschen andere Hardware drauf, aber die ICs sind identisch, eventuell mal irgendwie ein neues Herstelldatum drauf, logischerweise. Aber ansonsten selbe Modellreihen und das ist auch so etwas, was man sehr häufig sieht. Wenn es irgendwie möglich ist, versucht man halt zumindest bei so Mikrocontrollern und so dieselben Bauteile zu verwenden, die man früher verwendet hat, einfach weil man dann Copy-Paste machen kann, muss die Firmware nicht anpassen, muss die Designs nicht anpassen in diesem Bereich. Das heißt also, wenn es nicht irgendeinen sinnvollen Grund gibt zu wechseln, wie zum Beispiel hier offensichtlich irgendwann mal von der Durchsteckmontage auf SMD, dann macht man das nicht. Der Wechsel hier, der hat wahrscheinlich Sinn gemacht, weil SMD ist meistens günstiger in der Herstellung. Da kann es sich dann wieder lohnen, tatsächlich hinzugehen und die Bauform zum Beispiel zu wechseln. Was dann natürlich auch heißt, okay, wenn ich irgendwie die großen auf Lager habe, die kann ich jetzt plötzlich nicht mehr nutzen. Eventuell, wenn es sogar ein anderes Modell ist und nicht 1:1 Tausch ist, muss ich eventuell die Firmware anpacken, die wieder zertifizieren, wenn es notwendig ist. Ja, bei jeder kleinen Änderung im kommerziellen Umfeld eine Menge Rattenschwanz hinten dran, der dann geguckt werden muss. Und das führt dann halt auch dazu, dass man im Industrieumfeld sehr häufig sieht, dass teilweise auch noch uralte Sachen zum Einsatz kommen, solange man sie noch kaufen kann, wieso ändern und unnötig Geld ausgeben. Ja, und das waren jetzt die beiden Bedienteile hier. Ich denke, war mal ein interessantes Ding zu gucken, wie sich so ein Design verändern kann über die Jahre, obwohl es ja eigentlich dieselbe Aufgabe hat und denselben Zweck erfüllt. Aber ne, man geht halt ein bisschen mit der technischen Entwicklung mit. Das Ganze aber ohne größere Änderungen zu machen, die dann tatsächlich irgendwie die Funktion ändern würden oder irgendwo an anderen Stellen mehr Arbeit als notwendig da verursachen dürfte. Ja, ich werde mal gucken, ob wir die nochmal irgendwie nutzen können. Ich denke mal mindestens die Displays, zumindest beim alten ist es ja einfach nur so ein Standard-Controller aufgelötet, Arduino Library, ein paar Kabel dran gelötet und gut ist. Eventuell kann man die Tastenmatrix auch noch irgendwie nutzen. Die ist bei dem alten ja auch auf einem Stecker, also das dürfte jetzt nicht so komplex sein. Die LEDs oben natürlich, damit hätte man im Prinzip das komplette Frontpanel für uns nutzbar gemacht. Beim neueren ist es ein bisschen komplizierter. Anderer Ansatz wäre hinzugehen und tatsächlich unten auf der Datenschnittstelle, wo es zum Mainboard ging, rauszufinden, welches Protokoll da gefahren wurde. Aber das klingt dann doch wieder nach ein bisschen sehr viel Arbeit, wenn man halt absolut nichts an Dokumentation oder Datenblättern oder irgendwas an Anhaltspunkt hat, was da gesprochen wird. Und ja, ich habe jetzt halt auch nur die Bedienteile, das heißt, ich habe kein Mainboard, wo ich mal mitlesen könnte, was schickt denn das so hin und her. Allzu komplex wird es wahrscheinlich nicht sein, weil Komplexität macht Arbeit und Arbeit kostet Geld und Geld will man nicht ausgeben bei solchen Produkten. Jedenfalls nicht, wenn es nicht irgendwie zum Beispiel für einen Kopierschutz oder so gedacht ist, wo man sich dann ausdenkt, dass das eventuell was helfen könnte und einem einen finanziellen Bonus bringt. Aber das ist Zukunftsmusik. Im Moment habe ich eh keine wirkliche Anwendung, wo ich so ein Bedienteil mit ein paar Tasten und einem Display brauchen könnte. Aber wenn sich mal was ergibt, ich lege es auf jeden Fall mal irgendwo ins Regal. Denn wie gesagt, auch wenn die Dinger schon über 20 Jahre alt sind, zumindest bis sie ausgebaut wurden, haben sie ohne Probleme das getan, was sie sollen.